Hallo Leute, willkommen zur neuesten Folge Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf Gen X Reloaded. Und ja, der Kaffee ist fertig. Wir können starten mit unserer Königin Bertilda. Jo, die noch immer einen Weg sucht, ihre Dynastie zu retten. Obwohl, ja, die ist ja da, ihre Dynastie, aber sie kann sie nicht in die Thronfolge bringen. So. Ja, wir wollen jetzt noch warten, bis David 2-3 Jahre älter ist. Das sollte jetzt so hinzukriegen sein. Wir sind jetzt 52, also so 3 Jahre wird sie wohl noch, also das werden wir wohl schaffen. Die sind, naja, geht es gut. Die Gesundheit ist aber nur in Ordnung. Und ja, durch das Zart haben wir natürlich einen kleinen Malus. Aber ja, das wird schon. Wir wollen unseren Sohn, das ist der erste, unser erstes Kind, das wieder in unsere Dynastie geworden ist. Jo, den wollen wir, den haben wir schon den Häuptlingstum von Yvre Dalana gegeben. Das hat aber noch nichts geändert, wirklich. Und wir geben ihm dann, wenn er ein bisschen älter ist, das Königreich von Wladimir. Ja, weil er dann zumindest titeltechnisch auf demselben Niveau ist wie wir. Und hoffen wir mal, ja, hoffen wir mal, dass das reicht. Falls nicht, ist das Spiel dann halt vorbei. Wir könnten dann auch den Charakter noch wechseln, dann, wenn das danach noch geht. Das müssen wir dann gucken. Aber ich weiß, ich finde das halt ein bisschen komisch in diesem Spiel, weil, ja, es ist halt ja nun mal trotzdem unsere Familie. Oder wir haben hier Glück. Und die, was heißt Glück? Ich finde das halt so ein bisschen düster, davon Glück zu sprechen, wenn zu hoffen jetzt, dass die Kinder noch alle, weil 3 sind ja schon gestorben. Starb an inneren Verletzungen. Wurde erschlagen von Ümündürre. Und ist ertrunken. Jo. Gut. Ja, aber das müssen wir dann noch abwarten, die 2-3 Jahre. Ach so. Ja, weil das ist ja das Königreich von Waldai. Das gehört ja, ist ja unser. Ja. Entschuldigung, der Computer meckert wieder rum. Habe ich irgendjemanden mit, der ich sie verheiraten kann? So. Enkel, Tochter. Ja, ich weiß nicht, was der Rechner schon wieder hat. Tut mir echt leid. Würde sie auch nicht annehmen. Aber Matrilinea wird sie dann annehmen? Was ist das für ein Blödsinn? Ach, weil sie dann... Ach so, logisch. Matrilinea wird sie annehmen. Normal nicht. Mann, ja, Entschuldigung, der... Das hat mich jetzt gerade ein bisschen durcheinander gemacht, dass der Rechner so spinnt. Ich habe vorher extra alles ausgestellt, wie immer. Aber... Ja, scheiß Windows. So... Wir haben nur noch 3 Besitztümer. Ach ja, weil wir ja die abgegeben haben. Okay. Dann wollen wir uns auch noch hier diesen, das kleine gallische Dorf hier holen. Aber verteidigt gerade eh. Müssen wir dann eben dann warten. Weil Tichfin. Und von Opolie. Okay. Na gut, dann gehört das vielleicht ja gleich eh schon zu mir.
So, wir können dann die hier noch ausbauen. Das Kriegslager haben wir noch mehr Aufgebote. Kann nicht schaden. Was können wir hier noch bauen? Die Palisaden. Gut. Ja. Häuptling David möchte seit langem nur noch eines, einen Reifen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Seit diesem Versprechen strengt er sich doppelt so sehr bei seinen Studien an. Treuherzig, zufrieden, sprunghaft. Gut. Was ist denn jetzt hier los, ey? Ah. Wahrscheinlich hat mein Internet gesponnen. Mein WLAN. Dann fängt er nämlich auch immer an, so zu rödeln. Und wenn das Overlay von Discord hier gerade kam, hatte sich das neu verbunden. Ja, geil. Gut, dass ich nicht streame. So. Nachbarherrscher verlor Krieg. Karelien wurde erobert. Können wir einen Lebenshandel freischalten. Flexibler Waffenstillstand. Okay. Achso, kriegen wir kein Prestige einbußen, wenn wir den Waffenstillstand brechen. Unser Ingvar hat unorthodoxe Doktrin predigen. Wir haben 50. Frömmigkeit. Eingebüßt, Boost, büßt, einbüßen müssen. Gut. Wie sieht das hier jetzt aus? Schnickt sich gut. Mit dem Häuptling, die Häuptlingin, Häuptling. Hören mit beeinflusst. Die haben ja nicht mehr viel. Was ist hier? Können das den Titel Oberhäuptlingstum von Luki übernehmen. Okay. Was kostet uns das? 250. Okay. Und jetzt können wir aushandeln. Och man, Leute. Wie sieht das da überhaupt allgemein aus? Ui. Ja, können uns mit dem was verbinden. Kleine Allianz hier basteln. Und dann holen wir uns hier. Naja. Müssen wir noch ein bisschen warten. Hier haben gut viele Verbündete. Ja, das Bündnis ist durchgegangen mit Julia. Sehr gut. Das. Jetzt haben wir schon 8000 alleine durch Verbündete. Und 6700 selber. Jo, das ist doch nicht schlecht. Das weiß zu gefahren. Gefangen, oh. Gefangen meinen eigenen Körper. Ich wusste, dass mit dem Alter alles langsamer wird.
Doch ich hätte nicht gedacht, dass alles sich gar nicht mehr regen würde. Bis ich sterbe. Dass sich nichts mehr regen würde, bis ich sterbe. In letzter Zeit verspüre ich ein beständiges Unwohlsein und alles braucht mehr Mühe als zuvor. Ich mache mir Sorgen, dass ich womöglich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich mich hinlege. Es besteht kein Zweifel, dass mir die Zeit davonläuft. Ich fühle mich, als könnte ich nichts tun, als darauf zu warten, dass mich die süße Umarmung des Todes holt. Wie lange werde ich noch warten müssen? Na gut, dann muss ich dem jetzt den Titel schon geben, denke ich. Titel vergeben. Königreich von Wladimir. Ja, es hat mir nichts gebracht, außer Landeinbußen. Ist trotzdem nicht mein Spielererbe. Charakter kann. Ich will einen Schluck trinken. Entschuldigung, es ist schon peinlich, wie sich das hier mit dem langen Laden. Was will sie denn 50? Was ist denn hier los? Future Book. Na, da stimmt hier was aber nicht. Ja, dann hole ich sie erstmal einen Ruf. Boah. Und dann Inspiration finanzieren. 50 Gold, ja, das geht wohl. Dann mach mal. Ja, ich habe sie mir mal an den Hof geholt, weil ich hatte schon einen Spielstand. Da habe ich sie nicht an Hof geholt, da habe ich nur die Inspiration in den Auftrag gegeben, das Artefakt. Und dann ist sie nämlich einfach gegangen. Hat meinen Hof verlassen. Und damit war dann die Inspiration auch im Arsch. Jo, das war natürlich nicht so tollig. Kriegsbezogene Themen. Meine begünstigte Agatha ist von Schriftrollen und Manuskripten umgeben, als ich sie aufsuche. Sie blättert wütend durch die Seiten. Meine Fürstin, es gibt so viele Bereiche der Kriegsführung, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden. Strategie, Truppenzusammenstellung, die Schlacht selbst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ich möchte, dass das Buch lehrreich oder nützlich für das Militär ist. Also auf Agatha wird sich beim Schreiben auf Themen wie Strategie und Truppenzusammenstellung konzentrieren. Vielleicht eine Anspielung auf die edleren Bereiche des Themas. Das sind dann Themen wie Ritterlichkeit und Tapferkeit. Oder Agatha entscheidet. Der Inhalt des Buches Artefakt wird sehr wahrscheinlich von hoher Qualität sein. Oder machen wir das doch? Und sie hat ja auch jetzt nicht viel, aber sie hat ein bisschen Ahnung von Kriegsführung. Ist ein fehlgeleiteter Krieger, ein flexibler Anführer und begriffsstutzig. Ja, geil. Okay. Hoffen wir mal, dass das trotzdem gut geht. Hier haben wir nochmal 25 Meilen gut gemacht bei Höllenfrieder. Ja, das ist halt wieder diese Infiltratoren-Geschichte. Nein. Da geben wir kein Geld für aus. So, ich kann die immer noch nicht irgendwie. Nee. Wieso sollte ich meine Kinder selber verführen? Das doch. Ich habe ja auch nichts, was mir hilft. Ich habe nämlich diese Königsdings nicht, was ich gelesen habe.
Ich kann hier auch nichts machen. Ach ja, das ist doch echt für den Arsch. Ach man. Naja. Ja, dann können wir die noch wieder entpinnen. Bringt ja nichts. Halstein Ulfing hat einen Anspruch auf Erblingstum von Cewede. Hat der denn sonst noch irgendwas zu bieten? 13 Kriegsführung, Kriegkampfgeschick. Sehen das Belob das bei meinen. Oh. Und was wird der kosten? 32. Puh. Dann ist das ganze Geld wieder weg. Naja, aber egal. Brauche ich ja wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, hier steht aber, dass es mir gut geht. Außer halt gebrechlich. Was ein schwerer Malus ist, dazu der kleine Malus durch die Zartheit. Jo. Das wird wohl nicht mehr lange dauern. Ja. Und ich habe dann gedacht, dass ich eventuell dann erstmal mit dem Herzogtum von Angria wieder anfangen werde, um das erste Let's Play zu reaktivieren, um das zu remaken quasi. Und ja. Oder vielleicht mal irgendwas ganz anderes, ich weiß es noch nicht. Ich hätte hier noch gerne weitergemacht, aber so wie es jetzt momentan aussieht. Von morgens bis abends betrunken. Könnte der Name der Biografien einiger Leute sein, die ich kenne. Mein Champion Helstein war wegen seiner Eskapaden im betrunkenen Zustand schon früher oft Gegenstand des Huftratsches, doch in letzter Zeit scheint er sich auf bislang Beispielloses zu kaprizieren. Okay. Sich am Vormittag zu betrinken, im Hof einzuschlafen. Was ist das denn hier? Im Hof einzuschlafen, am Nachmittag in die Taverne zu stolpern und am nächsten Tag mit einem Kater an den Ställen aufzuwachen. Das verkommene Verhalten von Halstein ist einfach eine Peinlichkeit für alle, die in Novgorod leben. Super. Halstein kann im Kerker aus. Ich halte 11 Schrecken und der 30 Meinung, verliert 30 Meinung von mir. Ja, das ist der, den wir gerade an den Hof geholt haben, ne? Ein ernstes Gespräch wird ihn wieder auf die richtige Bahn bringen. Also dann gibt das Trinken auf, zumindest in Übermaß. Okay. Und wenn Halstein wie ein toter Trottel aussehen will, dann soll er das eben sein. Ich kenne ihn zu meinem Hofnamen. Mhm. Sollen sich die anderen über ihn lustig machen? Ich lache einfach mit ihnen. Ja, nee. Nee, ich schnack mal mit ihm. Gut. Also dann gibt das Trinken auf. Zumindest im Übermaß. Ja, schön. Verlor die Eigenschaft Trunkenbold und gewann 30 Mann von mir. Inspiration vervielfältigt. Meine Fürstin, sagt meine begünstigte Agatha lachend und mit tintenverschmierten Händen gestikulierend. Mein Buch, mein Meisterwerk ist fertig. Seht selbst. Dieses bescheidene Handbuch enthält Übungsratschläge für Duelle mit allen Waffen, die man auf Schlachtfeld, Turnier und Tjostenplatz austrägt. Der Deckel ist aus Holz und zeigt sich wiederholende Malereien von verschlungenen Knoten. Ich bin beeindruckt. Er schuf ein kunstvolles Buch in sehr guter Machart. Was ist hier los? Novgorod? Hä? Okay.
Was ist das? Achso, das ist in meinem. Das ist in meinem. Genau. Buch. Fechtbuch. Hervorragend. Prestige plus 0,10, 0,1 im Monat und plus 10% Lebenswandelerfahrung. Kriegsführung, Lebenswandel. Yay! Wie schick. Sehe ich richtig hier, ja? Welches hier gehört jetzt zu uns? Sehr gut. Wir können Hof halten. Dann machen wir das mal. Das kennen wir ja schon. Bittstelle anhören. Auf meinen Thron, das ist auch wieder das Gleiche. Gebt dem Ersten in der Reihe ein Zeichen, sich zu nähern. Moskau außer Kontrolle. Sie knüpfen uns auf und setzen uns immerzu nach. Wir könnten für Ordnung sorgen, meine Fürstin. Bitte, wir könnten unsere Angelegenheit selbst regeln, ohne dass so viele sterben müssen. Eine Bäuerin aus Häuptlingstum von Moskau, einer von Unruhen geplagten Region, die meinem Vasall Häuptling Paxtian regiert, versichert mir, dass die Kontrolle dort auch ohne übermäßiges Blutvergießen wiederhergestellt werden könnte. Interessante Idee. Probieren wir sie aus. Ja, meine Häuptlinge verlieren 20. Jetzt Kontrolle wird sich um plus 20 ändern. Ihr habt recht. Was wir brauchen, ist übermäßiges Blutvergießen. Ja, nee. Ja, nee, mach das mal. Mein Höfling Niavis eilt an meine Seite, wobei ihr Blick aus blutunterlaufenden Augen suchend durch den versammelten Hof schweift. Meine Fürstin, ich habe Kenntnis von einem Komplott im Königreich erhalten. Jemand ist hinter mir her. Ich habe keine Beweise, vermute aber, dass es Jarl Pörin ist, die sich jeher als Feindin von Niavis und mir positioniert hat. Ich flehe euch an, kerkert Pörin ein und setzt diesem Wahnsinn ein Ende. Bei Uglu. Sie muss aufgehalten werden. Ich werde ja befragen. Ja, was? Schlau, Trunkenbold, scharfsinnig, zornig, zufrieden und geduldig. Okay. Ja, Pyrin. Was ist das für eine? Geduldig, arrogant und schüchtern. Intellektuelle, Gelehrte, appetitlos, Tagebuchschreiber, einsiedlerisch und Poet. Ihr könnt sie jetzt fragen. Ihr habt 150 eingesetzt, bestreitet jede Beteiligung, ja natürlich, das ist. Ein Bauer aus Wermaland wird von mir gebracht, wird vor mich gebracht und ganz gleich, was die Wachen auch tun, er hört nicht auf zu tanzen. Blutige Schlieren bilden sich bereits an seinen geschundenen Füßen. Ich kann einfach nicht aufhören, meine Fürstin. Keiner von uns kann es, nicht ehe wir zusammenbrechen. Bitte helft uns. Was? Mein Höfling Inga ist sich sicher, dass die Bürger von einem Blutüberschuss betroffen sind, der zu einem Ungleichgewicht halt ihrer Körpersäfte führt. Meine Nuadi Ingvar andererseits besteht darauf, dass es sich um einen Fluch handelt, den die höchsten Mächte zur Bestrafung der Bauern schicken. Tanzen? Klingt entzückend. Der nächste. Tanzhut. Betet für eure Errettung und der Himmel wird sich sicherlich antworten. Na? Kriegen wir begrenzte Tanzhut? Entwicklungszuwachs minus 20, Volksmeinung plus 20. Oder bringt die Blutegel, wir haben einen Blutüberschuss auszugleichen. Kriegt auch. Ja, dann machen wir das. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihre Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche, ja, das Treiben, bla bla, das übliche halt. Ja, das ist doch schon mal, gut. Haben die nochmal wieder beeinflusst? Einmal noch. Je mehr ich die hohe Form der Staatskunst studiere, desto klarer wird mir, wie wichtig gute Beziehungen zu meinen Nachbarn sind. Ich sollte einen von ihnen an meinen Hof einladen, um zu zeigen, was für ein guter Freund ich sein kann. Aber wen soll ich einladen?
Oberhäuptling Enzo von Karelien. Häuptling Svjetjopolk von Njostovo. Matvei von Moschastik. Ja, ich sollte mich jetzt mal auf meinen eigenen Vasallen konzentrieren. Könnte natürlich auch hinterhältig sein, aber das ist sie ja nicht. Oder habe ich das schon wieder vergessen? Rachsüchtig, ja, und eigenwillig. Die Palisade in Verlehen ist gebaut. Kann mich ja hier erst mit den gut stellen. Und dann. Zack! Gut, fähiger Fälscher. Anspruch auf gemeindeführendes Tempo plus 75%. Und schaltet Artefaktanspruch kaufen frei. Ja gut, der hat halt viele, viele, viele Verbündete. Kagan, Mansch. Organisierten Dienst in Dalabeks Lagen bekommen. Plus 5% Steuern. Sehr schön. Und hier. Manaschert hat verloren. Nordmann-Armee von Riazan. Ah, die Nordmannen wieder. Die Nordmannen wieder. Oh, der ist gestorben. So ein Scheiß. Huch, und ist jetzt auch sieht auf einmal so klein aus. Warum sieht das auf einmal so klein aus? Trotzdem Bündnis mit dem Vorschlag. So. Gesetz. Familiensitz. Domänenschwelle plus 1. Verteidigervorteil. Ach ne, hier bin ich erst. Delegierte Autorität. Steuern sind erhöht. Ja, das ist doch gut. Aufgebot ist erhöht plus 10%. Meinung. Und ja, sehr schön. Okay. Aber hier bringt das mir das immer noch nichts. Ach man. Ja, wir haben das Bündnis mit Shudia wieder. Geschmiedet. Einen Schluck trinken, Entschuldigung. So. In ihrem Zimmer eingesperrt. Maria kam zu mir und beschwerte sich, dass das Kind eines niederen Dienstboten sie tyrannisiert. Sie liegt seit Tagen im Bett und sie um sich keinen Schikanen des anderen Kindes aussetzen zu müssen. Um sich keinen Schikanen. Man muss sich nicht der Welt stellen, wenn man nicht möchte. Faul, ja nee. Feige und eigenwillig. Ja, aber hier ein Tyrann verdient. Ne? Anti-Bully. Bullying. Gut. Sieht das hier aus? Wie viel hat der? 1305 und... Ja. Ja gut, der hat einen Batzen. Wer ist das überhaupt? Warum hat der so viel? Achso, weil das so riesig ist. Okay. Oder ich gehe erst nach Süden. Oh. Boah, der hat auch so viele alleine durch Verbündete. Tochter Maria profitiert von der guten Ausbildung. Aber irgendwas müssen wir hier noch machen. Oder ich hole da oben was. Ich darf ja nicht vergessen, das vergesse ich eh andauernd. Mein Neffe wurde erschlagen.
Sehr schön. Ist er nicht verheiratet? Habe ich den noch nicht verlobt? Eigentlich doch schon. Naja. Ah ne, die war ja wieder. War ja gestorben. Genau, oder ich gucke, ob ich hier. Ich habe hier immer noch Ansprüche auf das Königshaus. Ja, dann mache ich das mal, bevor es zu spät ist. Jetzt bin ich relativ schnell da. Und der auch. Gut. 17 Tage. Okay. Ingolfin und dann von Upland. Und mein Sohn natürlich auch. So, Moment. Das sind die Nachrichten, dass die Verbündeten. Aber jetzt sagen wir gemeinsam Gemeindesteuern. Haben 50 erhalten. Ja, das heißt, wir könnten jetzt. Ne, können wir doch noch nicht. 50 brauchen, 52 brauchen wir, ne? So. So. Dann holt euch hier mal. So. Dann steht ihr halt da rum, ist mir doch egal. Schon wieder eine unorthodoxe Doktrin. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber meine Schwester Häuptling Ür wird immer kühner. Ihre Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinem Vasallen. Sie lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihr gleich tun, sofern ich sie nicht an ihren Schwachpunkten angreife. Wenn ich ihre offensichtliche Schwächen verspotte, wird sie schweigen. Dann kann ich sie halt manipulieren. Oder ich mache halt einfach auf Königin. So, 7 Monate dort hier. Hier 19 Monate sogar. Genau, die kümmern sich um die. Okay. Allein schon aufgrund ihres Wesens könnten Ting-Treffen oft außerordentlich langweilig sein. Wenn sich die Gemüter nicht erhitzen und niemand zu großer Dramatik greift, geht es immer nur darum, dass Freie von niederem Rang kleinliche Angelegenheiten besprechen, während alle im Regen herumstehen. Und meine Anwesenheit als Königin ist Pflicht. Ich fühle mich mit jedem Wimpernschlag älter werden. Ich sehe zu, wie sich die Leute aus Westmannland wechselseitig zu Tode reden. Ich wünsche mir einen Krieg herbei, um mich aus dieser Hölle aus Erden zu befreien. Ja. Good News, du bist im Krieg. Muss wach bleiben. Ja, ich kann jetzt wieder über Tagträume träumen, über Strategien Tagträumen. So rum. Fraktion hat sich aufgelöst. Ich habe mir die noch gar nicht so genau angeguckt. Die Hauptstadt ist gleich da. Da. Beeinflusst. Ist die Höllenlieder und Mann, was ist denn los hier? Und die Hauptstadt eingenommen. So, verdammte Axt. Könnte wohl nicht wahr sein. So, sind wir bei 37%. Wo ist denn hin? Marie kam zu mir und beschwerte sich darüber, dass
Ylfia sie tyrannisiert. Sie versteckt sich überall in der Burg, um den anderen Kind aus dem Weg zu gehen. Nee, schon wieder feige faul. Oh, das ist ja wie Pest und Cholera. Feige Krieg von War. Oh, was für Mali. Guck dir das Archer ja das an. Kriegsführung minus 2. Kampfgeschick minus 3. Boah. Faul. Nur wie von einen, dann lieber faul. Ja. Geistiger Zusammenbruch. Schuld und Scham suchen mich in letzter Zeit heim. Alle meine Sünden, meine Fehler, mein Scheitern. Solch finstere Gedanken lenken mich von meinen Pflichten ab und halten mich nachts wach. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss, um diesen geistigen Qualen ein Ende zu machen. Doch was könnte wohl helfen? Der Kuss der Geißel. Ja, nee. Flagge Land wollen wir ja mal nicht wehren. Vielleicht hilft es wegen meinen Hiebe. Ich muss stark sein, gegen mich solche Impulse wehren. Das ist alles nicht gut. Da kann sie sich tot schlagen, da kann sie sich tot saufen und hier geht sie einfach tot, weil die Anspannung zu viel wird. Oh Mann. So. Moment, ich muss hier mal einen kurzen Überblick. So, die haben eingenommen. So, wo sind die denn hin? Die Gegner. Wo sind die Gegner? David wird erwachsen. Nun, der erwachsen wird, endet meine Ausbildung von David. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie David, das kaum ein natürliches Talent für die diplomatische Einflussnahme zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Dank eines hervorragenden Verständnisses aller Arten von Etikette, der Vertrautheit mit den allen Formen der Unterhaltung und einer dazu passenden Eloquenz dürfte das Leben am Hof spielen meistern. Okay, charismatischer Verhandler. Die machen jetzt ja gerade auch nichts. Dann, ich bin gerade ein bisschen. Marschiert immer hier hin. König Akmila wurde ermordet. Werter Akemila, ich mag euch zwar nicht geliebt haben und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Ja, das war's. Gestorben. Arm Tüdi. Wurde der Kopf abgerissen. Ach so, der hat geprügelt, hat gefallen mit in der Schlacht. Ui, da kommen auch noch einige Verbündete. So, ich muss jetzt eben kurz. Da hingehen. So. Und ihr. Okay. Ich würde sagen, das war's dann für heute. In der nächsten Folge haben wir einiges zu tun. Wir müssen uns vielleicht neu verheiraten. Ne? Wir müssen unseren Sohn verheiraten, glaube ich. Nee. Ich wollte gerade meinen, den haben wir denn nämlich auch schon verheiratet. Okay. Oder heiratet er jetzt, weil er halt unabhängig ist? Macht er das von sich aus? Habe ich ihn jetzt dadurch aus meiner Dynastie geschmissen? Ja, gut. Ja gut, wir können hier noch eben das Lösegeld fordern. Und ja, ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich gehe dann mal davon aus, dass die nächste Folge dann wahrscheinlich die letzte wird mit unserer Königin Bethilda. Weil durch die Anspannung so wird die es wahrscheinlich nicht mehr so lange machen.
leider. Und ja. Aber ich freue mich schon, wenn es dann weitergeht, auch mit einer neuen Runde. Oder vielleicht auch was ganz anderes, muss ich mal gucken. Aber wahrscheinlich wird es hier mit Crusader Kings weitergehen, weil ich habe ja noch nicht wirklich was zeigen können. Der Thronsaal kam jetzt sehr später und ja. Außerdem fühlt sich das mit König Otto von Angria, beziehungsweise dem Herzogtum von Angria, noch ziemlich unerledigt an. Und ja, dann machen wir da weiter, denke ich, wenn das hier zu Ende ist. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und sicher. Und wir sehen uns dann morgen wieder hier auf Gen X Reloaded. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao. Euer Tobi.